Toshi, welchen Gast hast du denn diesen Mittwoch wieder in den KI-Talk gebracht? Diesen Mittwoch habe ich einen ganz, ganz lieben Freund mitgebracht, den Philipp Sterzinger. Und er ist einfach wirklich der Copilot Microsoft Spezialist. Wir gucken mal ihn ganz kurz an. Er ist hier auch auf LinkedIn zu finden und sagt, er ist KI-Berater, Prozessoptimierung für Steuerberater. Lerne deine Kanzlei besser kennen, optimiere deine Prozesse und die Kommunikation steht hier. Strategieentwicklung und Rollenklärung in der Kanzlei. Er ist Microsoft 365 Trainer. Und das hat natürlich bei mir herausgeholt. Steuerberater, Rechtsanwalt, das ist ja doch sehr ähnlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist da nicht Microsoft der Copilot? Ist das Ding nämlich nicht auch was für Juristen? Ich habe mal kurz Perplexity gefragt, einfach mal reingeschaut. Perplexity, welche Einsatzmöglichkeiten siehst du als Microsoft Copilot für Juristen? Boah, Perplexity meint, ja, kann durchaus für Juristen nützlich sein, bietet einige interessante Anwendungsmöglichkeiten, sieht man hier, Dokumenterstellung, Recherche, Analyse, Kommunikation, Präsentation. Nicht mehr Worte, Toshi, zeig uns den Menschen, Philipp Sterzinger, müsst euch angucken auf Richterschema. Bitte einfach vorbeikommen, 18 Uhr Mittwoch, wie immer, wird eine tolle Zeit und wir gucken uns Copilot an, diesen Microsoft super, super gehypten KI-Assistenten. Wir schauen mal. Das wollen wir wissen. Ich freue mich auf euch am Mittwoch.